Das war natürlich eine optische Entscheidung, weil ich wollte schon immer mal den Max Meyer Lochgraben sehen. Obwohl ich glaube, dass ich beim Umgradeten auch nicht schlecht macht eigentlich. Der Max ist einfach eine Erscheinung, das ist eine Zierde für jeden naturnahen Garten. Und gute Konkurrenz für jeden Gartenzwerg. Und die Figur des Negers ist so der, der vielleicht den Pflanzen gegenüber ein bisschen reserviert ist, außer man kann sie essen natürlich. Der aber ein Arbeitstier ist. Er ist widerstandsfähig, witterungsunabhängig. Also der Mann fürs Grobe und ist im Prinzip für die Hardware des Gartens zuständig. Auch wenn er manchmal nicht alles versteht.